Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die hier auf Dattelbär TV. So, ich habe mich über Nacht einfach mal hier eingesperrt und habe ein bisschen was abgebaut. Irgendwie, wenn ich hier vorne stehe, ich weiß nicht warum, sieht man das, kriege ich das jetzt nochmal hin? Nee, auf jeden Fall bin ich zu 100% nass geworden an der einen Stelle. Da habe ich mich ein bisschen bewegt, dann ging es wieder abwärts. Keine Ahnung, woran das liegt. So, es ist fast 4 Uhr. Das heißt also, die Zombies beruhigen sich da draußen wieder ein bisschen. Wir hauen uns einmal Steroide in den Kopf, dass wir hier ein bisschen schneller unterwegs sind. Und da ist auch schon unser Zeichen, dass wir jetzt los können. Ich hatte jetzt noch mal kurz überlegt, vielleicht noch mal mit euch den Safe aufzumachen, aber das dauert echt zu lange. Und ich habe da aktuell auch nicht die nötigen Kapazitäten für, wegen Essen und so weiter. Deswegen lassen wir das mal schön bleiben. So, wie ging es denn hier jetzt noch mal? Hier komme ich doch raus, oder? So, sehr gut. Ja, wir haben noch eine Mission. Oh, guck mal hier im Baumstumpf. Bitte lass Honig drin sein. Ausdauer ist schon wieder fast leer. Bevor wir die Mission aber machen, müssen wir einmal nochmal zurück zum Händler, meinen Krempel in die Kiste schmeißen. Und ich habe ein bisschen was zum Verkaufen raussortiert heute Nacht. Ach, wieder kein Honig. Man muss auch mal Pech haben. So, ganz kurz mal gucken. Zum Händler geht es am schnellsten einfach Richtung Norden. Da ist er auch eingezeichnet, hätte ich auch so machen können. Machen wir mal Feuerchen an. Vielleicht sehen wir ja unterwegs noch einen Baumstumpf oder ein paar Vogelnester. Pfeile crafte ich mir immer direkt schon. Was erledigt ist, ist erledigt. Und ich habe dann halt wieder einen Slot frei zum Laufen. Wobei das im Moment gerade uninteressant ist, fällt mir gerade so ein. Da ich ja. Da ist er. Da ich ja die Steroide reingeschmissen habe. So, hier ist der Zeltplatz, den wir gelootet haben. Ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge. Dann würde ich sagen, lass uns jetzt mal einmal an die Kisten den ersten Krempel rauswerfen. So, zack. Und der Knopf hier war es, ne? Wumms, da ist das meiste schon weg. Irgendwas, was ich verkaufen wollte, habe ich jetzt, glaube ich, gerade schon wieder. Nee, keine Ahnung. So, das wollte ich auf jeden Fall haben. Und dann hier nochmal ein bisschen Speck mit Eiern. Was fehlt uns denn jetzt? Einfach nur ein Holz. Und zwar, eins reicht schon. Kochen. Gekochtes Fleisch würde ich jetzt vielleicht auch mal. Nee, machen wir nicht. Ich mache lieber Goldrutentee nochmal. Kann ich auch nicht, weil ich nicht genug Zeugs habe. Wie sieht es denn mit diesem roten Teezeug aus? Habe ich da noch was? Irgendwo hatte ich doch auch diese roten Dinger. Da sind sie. Ob ich da irgendwas mitmachen kann? Trinken. Goldrutentee, genau, den kann ich machen. Und roter Tee kann ich auch machen. Zack, dann haben wir das schon mal erledigt. Lol, ich glaube, ich habe meine erste Wanderhorde gefunden. Du hast doch einen Schuss nicht gehört. Warum verpasst du mir denn direkt eine? So, der erste ist weg. Ja, komm, die nehmen wir doch mit. Das dürfte nämlich dann. Oh, was bist denn du für einer? Dich habe ich ja noch nie gesehen. Ist das der neue Hoodie? Was ist mit meiner Ausdauer los? Übel. Ach, ich habe mir was gebrochen. Oder die Jungs haben mir was gebrochen. Viel wahrscheinlicher noch. So, der ist weg und jetzt haben wir auch ein Level up. Das ist schon mal gut. Der ist auch erledigt. Ich glaube, du brauchst auch nur noch einen Hit. Pass mal auf, ich drehe mich jetzt mal wieder in die andere Richtung. So. Ne, der steht auch noch mal auf. Oh, die habe ich beide erwischt. Herrlich. So, und ich hoffe, bis wir beim Eingang angekommen sind. Warte mal, kann ich nicht auch einfach. Nee, das verbraucht auch zu viel Ausdauer. Schade eigentlich. Da ist ja noch ein Schätzchen. Eins? Sag mal, was ist denn hier los? Vielleicht gehe ich auch erstmal kurz beim Händler rein. Da brauche ich ja eine halbe Stunde, bis ich die erledigt habe hier alle. Und es kommen irgendwie gefühlt immer mehr. Ne, das war zu früh.
Du bist durstig? Warte mal, das kriegen wir doch gelöst. Und dann sollten wir auch ein bisschen schneller die Ausdauer reinbekommen. Na gut, dass du so kurze Arme hast, mein Lieber. Ja, das ist ja ein schöner Start in die Folge hier. Direkt so eine Wanderhorde zum Frühstück. Eigentlich wollte ich doch zum Händler rein. Na? Entspann dich mal bitte. So, einmal schnell geguckt wegen der Schiene. Stofffetzen, Klebeband und Holz. Ich glaube, die kriege ich gebaut. Upp. Immer noch nicht genug. Oh, und jetzt charge die schon wieder los, die Alte. Bleibt da liegen. Also, jetzt laufe ich einmal schnell hier rüber und guck mal, ob ich ein Klebeband habe. Du brauchst ja noch einen Moment. Ist mein Zeug hier jetzt schon komplett fertig gekocht? Jawohl. Nee, ist es nicht. So, jetzt sollte es aber reichen. Und hier wollte ich gucken wegen Klebeband. Habe ich nicht, aber ich hätte Kleber. Was war das andere nochmal? Stoff. Du brauchst noch eine Sekunde. Klebeband. Schiene. Fertigen. Und benutzen. Geht nicht. Na gut, dann habe ich halt eine. War ja klar, dass du mir noch einen mitgeben musst. So, jetzt haben wir aber Ruhe im Karton, oder? Level Up haben wir auch gehabt. Und ich habe mich jetzt nochmal umentschieden. Eigentlich wollte ich ja alles hier erstmal in den Baum hier reinstecken. Da wir aber immer noch Antibiotikamangel haben, brauche ich eigentlich so schnell wie möglich den Arzt. Da brauche ich auch schon wieder 4 Punkte für. Ich glaube, wir gehen doch vielleicht erst nochmal auf den. Damit kann ich nämlich besser kämpfen. Ach, ist das alles kompliziert. Gerade am Anfang. Was machst du, was machst du nicht? Gut, jetzt gucken wir mal. Also, verkaufen kann ich hiervon noch nichts. Messing, ich behalte das Zeug jetzt erstmal. Das wollte ich verkaufen. Das kann ich einlagern. Das kann ich erstmal einlagern. Das auch alles. Das kann ich einlagern. Das würde ich, glaube ich, mitnehmen wollen. Kaffee nehme ich auch mit. Jetzt ist sie voll. Jetzt ist sie voll, die Kiste. Hier nichts, was ich noch verkaufen kann. Wo ist hin? Das da wollte ich haben. Und irgendwas habe ich zu viel rausgenommen. Das da. So, weil damit kann man nämlich nachher Antibiotika machen, habe ich gesehen. So. Dann lass uns mal reingehen. Kann ich denn gegen diesen gebrochenen Arm überhaupt irgendwas machen? Muss ich einfach abwarten, oder was? Ne, kann ich nichts gegen machen. Gut. So, was für ein Start. Direkt mit einer Wanderhorde. Morgen wird der Händler übrigens resettet. Das heißt, vielleicht löst sich dann schon unser Antibiotika-Problem. Ich hoffe es zumindest. Darf ich dein Inventar sehen? Also, das Ding weg. Weg. Das kann weg. Und den Rest würde ich erstmal wieder behalten. Gut. Dann mal los und diesmal laufen wir rüber zur Mission tatsächlich und machen die. Weil ich bin, habe irgendwie immer noch die Hoffnung, dass ich vielleicht mal eine vernünftige Hütte kriege, wo man dann auch mal eine Base draus machen kann. Das Problem ist, ich habe für mich selber noch nicht so richtig genau definiert, wie so eine vernünftige Hütte aussehen könnte. Wasser können wir gleich mal auffüllen. Ja, muss ich mir halt auch noch überlegen, ehrlich gesagt, wo wir sowas am besten machen. Aber wenn ich was sehe, dann weiß ich, dass ich da wohnen möchte. So viel steht schon mal fest. So, dann gehen wir einmal kurz an der Wasserstelle vorbei, füllen die Gläser nochmal auf, dann kann ich die nämlich abkochen. Was war das jetzt? Keine Ahnung. Ja, und was mir auch auf jeden Fall bewusst geworden ist in der letzten Nacht, ich werde das nächste Mal nicht, wenn ich einen Kochtopf finden sollte, das Ding nicht einfach kaputt machen. Weil es ist ja Murks, wer macht denn sowas? So, das haben wir einmal repariert, habe ich. Ach, jetzt habe ich meine Jetons mitgeschleppt. Naja, ist egal. So, Nahrung. Ich könnte jetzt noch 4 Stück essen. Ich glaube, 10 geben die ja immer, ne?
Muss ich eben mal einen kleinen Moment warten. Können wir erstmal noch weiter. Oh, hier ist aber ein großes Gebäude. Schauen wir mal, was es hier gibt. Eine Batterie. Hier haben wir noch ein bisschen Müll. Müll ist lohnenswerter gewesen als das Auto. Kaum zu glauben. Nochmal Müll. Und nochmal Essen. Perfekt. So, dann geht's weiter. Jetzt sind wir gestärkt. Savage Country. Keine Ahnung, was das für ein Laden ist. Kriege ich da vielleicht Pillen? Rugged Wear. Ach so, Kleidung. Nee. Ist das ein Krankenwagen? Nee. Ah, cool, den kann man looten. Ei, der Daus. Einmal Bauplan Schalter und Bauplan Robotikdrohne. Was ist denn das für ein Ding? Das müssen wir uns nachher mal genauer angucken. Es wird schon wieder so übelst dunkel hier. Ist das für ein Laden? Tools, okay. Sehe ich aktuell auch noch keinen Grund, dass wir da reingehen. Ja, das Wetter hier draußen wird doof. Lass uns mal hier in die Hütte. Was haben wir da? Nochmal Tools. Da hinten wäre auch noch ein Laden. Den gucken wir uns doch noch mal einmal schnell an. Nur soweit, dass wir das Schild einmal lesen können. Für den Fall, dass das ein Pillenladen ist, aber ist wieder so ein Klamottenladen. So ein Ärger. So, komm her. An dir testen wir jetzt mal unsere neue Schlagkraft. Ich glaube, 20 kostet der Schlag jetzt. Und da kommt schon ja die nächste. Ja, mit 20 Punkten kann ich den Schlag ausführen. Gut. Ja, das mit dieser blöden Infektion. M.I. Gorn. Funeral. Okay, da weiß ich nicht, ob man da Antibiotika drin finden kann. Da geht es wohl um ein Bestattungsinstitut. Gucken wir uns mal an, den Spaß. Boah, Leute, und direkt schon überladen hier. Ja, direkt schon überladen. Kann ich hier nochmal so eine Aufbewahrungsbox bauen? Truhe war das, ne? So, komm, die stelle ich jetzt einfach mal hier vor die Tür. Und schmeiß da nochmal ein bisschen Zeugs rein. Das noch. Und die Jetons brauchen wir auch nicht mit reinnehmen. Darf ich nur nachher nicht vergessen, wieder mitzunehmen. So, den hatten wir schon und die Tür ist auf. Sehr cool. So, dann lass mal sehen. Da ist einer. Dunkel ist es hier drin. Und direkt den nächsten. Eins. Zwei. Und drei. Natürlich gibst du mir noch eine mit. Hallöchen. Junge Dame. Bitte kommen Sie einmal um die Ecke. Danke. So, jetzt machen wir hier mal zu die Bude und jetzt gucken wir mal, was wir hier so kriegen können. Särge. Farbe. Stehe ich nicht so drauf. Zerlege ich. Was gibt es daraus dann? Ach, toll. Noch mehr Farbe. Kann ich das verkaufen wenigstens? Nee. Sieht nicht so aus. Großer Raum, da gucken wir gleich rein. Kleiner Raum. Hier steppt doch schon wieder einer rum.
Ist immer die gleiche, die uns hier besuchen kommt, ne? Und da hinten boxt auch schon wieder irgendwas rum. Zwei, drei sehe ich gerade. Oh, das war ein schöner Hit. Das auch. Sehr geil. Okay, also den Punkt in sexuell Tyranno-Dingsbums zu packen, war eine gute Idee. Jetzt haben wir, glaube ich, drei Dietriche gerade bekommen. Was ist das? Ein Sack. Gleich ein Sack. Dahinter scheint jemand Ärger haben zu wollen. Looten wir erstmal hier fertig. Sehr schön. So haben wir hier alles. Sieht gut aus. Da hinten meine Fackel hole ich mir noch. Die machen hier mir alle Türen auf, aber ist nicht so schlimm. So, fangen wir mal hier an. Kurz mal Ausdauer regenerieren. Kurz gucken, ob wir hier noch ein bisschen Platz in der Kiste schaffen können. Zerlege ich jetzt auch erstmal die Dinger. Ansonsten sieht es doch ganz gut aus. Ist das die Tür? So, und auf der anderen Seite ist auch Action. Das war ja ein bisschen offensichtlich. Chemiestation, bitte Antibiotika. Was ist das? Testosteronextrakt. Okay, das wird wahrscheinlich was mit Steroiden zu tun haben. Ich kriege einfach keine Antibiotika zusammen. So, guck mal, die Tür, da haben sie fast kaputt. Kann ich die aufmachen? Ach, guck mal, hier so ein Kriecher. Tschüssen. So, ich glaube, davon haben wir auch noch keinen gesehen bis jetzt. So, also hier haben wir jetzt alles soweit gelootet. Ich guck mal einmal die Tür hier noch an. Oh, ein Verbrannter. Ah. Die sehen auch neu aus, glaube ich. Kleber. Nitrat. Hier geht's hoch aufs Dach. Irgendwie haben wir kein Glück, was so diese Sachen angeht, die ich brauche. Hier Antibiotika. So, holen wir uns das noch und dann machen wir gleich die Tür wieder auf. Gucken mal, was da von hinten kommt. Keine Lust, hier gleich irgendwo in so einer Falle drin zu stecken. Und dann gehen wir mal hoch aufs Dach. Ach, Mist. Ich bin auch gar nicht in einer Clearer-Mission, sondern in einer Vorräte-Mission. Da sind sie hinter. So, nehmen wir die schon mal mit, dann haben wir das schon mal safe. So war das nicht gedacht. Aber hat geklappt. So. Also hier haben wir soweit alles. Da wäre nochmal hier so ein... Nee, das ist blöd. Nehmen wir lieber das Ding. Da gibt es Kohle. Ich habe aktuell auch nicht wirklich eine Verwendung für. Gut, dann mal hoch aufs Dach. Sieht einer einen Vogel? So viel dazu. Du blödes Viech. Man, gut, dass ich schon Infektion bis zum Himmel habe.
und mich das so ziemlich gar nicht mehr stört. Also, ich vermute mal, wir müssen da hoch in den Turm. Oder einfach hier rein. Oder können wir bei dem Turm gar nichts machen? Wäre auch möglich. Ne, kommen wir so nicht rein. Judy, dann gehen wir unten halt durch die Öffnung. Mal sehen, was uns da erwartet. Können wir noch irgendwas tun? Wertetechnisch, könnte noch mal ein Stück trinken. Essen ist ja soweit erstmal auf dem Damm. Was ist eigentlich der Unterschied? Ausdauerwiederherstellung und Durchfall heilen? Macht keinen Unterschied. Ach, effektive Verdauung. Benutzen wir das. So. Ach ja, doch, dieser Sexy Rex Skill hat schon geholfen, definitiv. Kann ich jetzt mal so ein, zwei Hits mehr mit austeilen, bevor die Ausdauer leer ist. Finde ich gut. So, was gibt's hier? Gucken wir uns gleich an. Wieder kein Antibiotika. So, die einmal tragen. Macht keinen Unterschied. Machen wir so rum. Für was kann ich die verticken? 46, dann behalten wir sie. Eine Shotgun-Messia-Kiste. Da könnte doch mal eine Waffe drin sein, oder? Ne, was bist du? Vollautomatik-Mod. Noch was übersehen hier? Okay, nun gut. Ja, es sind halt diese kleinen Missionen, ne? Die haben jetzt noch nicht so den Knüller. Dann ist das eben so. Ja. Wir brauchen immer noch Medizin. Was ist denn das hier für ein Laden? Das ist doch auch was Größeres. Ach, ich bin schon wieder überladen, aber ich habe doch bestimmt noch Steroide. Da sind sie doch. So, und jetzt gucken wir mal schnell, wenn wir jetzt eh schon hier unten sind, ob es hier irgendwo einen verdammten Pillenladen gibt. Karl sieht auch schon wieder aus wie ein Auto oder so. Warte mal, konnte man in diesen Dingern nicht was kaufen? Aber ich glaube, das war nur Essen und Trinken, ne? Kann ich nicht mal. Nun gut. Dann ab nach Hause. Also, was heißt nach Hause zum Händler? Wir haben immer noch kein wirkliches Zuhause gefunden. Ich tue mich da aktuell auch schwer, mich niederzulassen. Kann ich mit diesen Bussen irgendwas tun? So loot-technisch? Jawohl. Aber Antibiotika im Schulbus kann ich mir nicht vorstellen. Ne, aber besseres Werkzeug, das kann ich mir durchaus vorstellen. Gleich wieder zu zweit, Jungs. Geht's euch gut? Das hier die Busfahrer oder was? Habe ich den Müllberg hier eigentlich gelootet? Ja, ne? So, guck mal, wir haben schon fast wieder Level ab. Oh, ein Reparaturkit, das ist schon mal super. Armes Mädchen. Da ist auch irgendwie ein Bus und ein riesen Maisfeld. Da ist der Tierarzt, da waren wir letztes Mal drin, das hilft uns auch nicht wirklich weiter. Ach Mensch, das ist doch verhext. Ein Motel. Hier ist noch mal so ein Laden. Jo, bisschen was.
Gut, komm, dann laufen wir jetzt zurück, geben die Mission ab. Das hat ja sonst keinen Wert hier. Das ist ja völliger Wahnsinn. Und super schnell vorankommen wir auch nicht. Aber noch 7 Minuten Steroide, das ist schon mal eine gute Sache. Da ist wieder das Zeltlager. Gut. Ja, ist jetzt wirklich die große Frage. Also ich denke, wir werden uns in der nächsten Folge jetzt wirklich mal darauf konzentrieren, irgendwas zu finden, wo wir die Nacht machen können. Oder ich probiere das jetzt tatsächlich einfach mal aus. Der Knopf ist es. Das will ich verkaufen. Das will ich verkaufen. Das müssen wir abgeben. Habt ihr das gehört? Ich weiß nicht, wo es ist, aber es ist irgendwo. Ein Wolfi. Lassen wir den Wolf mal Wolf sein. Und gehen abgeben. Vielleicht kriegen wir ja Antibiotika. Na. Bogenschießen für Ranger. Erfolgreiche Schleichangriffe mit Pfeilen haben eine 20% größere Chance, zu Boden zu werfen. Findest du deine Hose nicht? Bla bla bla. Ach so, das ist ein Rezept für Klamotten. Brauche ich nicht. Dann nehme ich das da. Hast du irgendwelche Aufgaben? Abholen, abholen, beseitige Zombies. Wir machen noch mal eine Abholmission. So, und dann noch mal schnell verticken. Und zwar das hier wollte ich verkaufen. Und ich habe meine Jetons da hinten liegen lassen. Na, herzlichen Glückwunsch, dann hat er wieder toll gemacht. Vollautomatik-Mod haue ich auch erstmal raus. 100 gibt es dafür. Ah, ich glaube, das behalte ich erstmal noch. Gut. Are we done here? Ja, sind wir. Alles gut. Keine Panik auf der Titanic. So, dann laufen wir zurück. Ich bereite mich schon mal vor und dann hole ich euch in der nächsten Folge für die Mission wieder dazu. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns hier morgen wiedersehen, um die nächste Vorrätemission zu machen und vielleicht damit dann auch ein neues Zuhause gefunden zu haben. Also, macht's gut. Tschüss.